Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Im letzten Part haben wir so ein bisschen erzählt, was es so weitergeht mit meinem Kanal und wieso Leute nicht mehr so akzeptieren alles, wenn es um Rechtschreibung geht und alles Mögliche und halt um, dass viele sagen, man sei rechtsextrem, wenn man jetzt irgendwie etwas scherzt oder halt einfach, ja, schwarzen Humor oder so hat. Wieso wird schwarzer Humor zum Beispiel nicht mehr als Gag angesehen, sondern als Fluch? Als, ja. Es ist kein Gag mehr oder die Leute wissen gar nicht mehr, dass es ein Gag ist, oder? Ich finde, das ist ein bisschen, ja, komisch. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ja, die Norddeutschen seien flach, weil sie kein Gebirge haben. Also die Witze von den Norddeutschen seien flach am besten. Dann merken sie, ja, sie wollen da eigentlich gar nicht diesen Gag hören. Sondern greifen halt dann gerne ein bisschen an. Und das führt einfach immer wieder zu, ja, Feindseligkeiten. Jetzt zum Beispiel ist ja momentan Kim Jong-un von Nordkorea in Schwierigkeiten. Jetzt wird Nordkorea wieder angegriffen. Ah, das Reich würde zerschlagen werden und so. Ja, wenn er herzkrank ist und operiert werden muss, dann kommt halt einfach jemand anders, weil er natürlich dann in Ruhestand muss oder so. Wenn er, ja, die Operation jetzt nicht so gut geschafft hat. Aber dass jetzt überall in den Nachrichten steht, dass das Reich wahrscheinlich zerschlagen wird und alle schlecht sein in Nordkorea, finde ich einfach eine Frechheit. Weil eigentlich sind sie ja auch ein bisschen schuld, dass das Reich so ist. Oder nicht sie, sondern also der Diktator. Also wäre es eigentlich jetzt gut, dass ein Wechsel stattfinden kann. Weil ich denke, eine Frau, diese Kim Jong-il oder wie sie heißt, das ist genau der Name nicht, das sind ja auch andere Namen, als wir haben. Aber einfach diese Schwester von ihm könnte vielleicht viel besser wieder das Reich instand halten als er. Aber dass jetzt auf ihn herumgeritten wird, finde ich es nicht gut. Ist ja klar. Diktatorie, sagt. Diktorei. Diktor-Konditorei. Nein. Einfach diese Diktator-Sache ist halt einfach nicht so gut, weil dieser Egoismus halt reinkommt. Das Verlangen nach Macht. Und dadurch, ja, Reiche kaputt gehen. Vor allem die armen Leute dann leiden darunter. Aber man kann nicht jedem sagen, ja, es soll jetzt Ding werden, Demokrat werden. Sondern, ja, das Reich muss wahrscheinlich dann auch sehr viel umgebaut werden. Wir in der Schweiz haben es locker. Wir bereden uns, das Volk darf abstimmen. Ja, wir bleiben konstant, eigentlich friedlich und gut. Wir haben ja auch Pflichten als Schweizer. Wir dürfen nicht Krieg machen. Weil wir haben geschworen im Rütli-Schwur, dass wir niemals Krieg machen mit anderen Ländern. Nicht mal mit eigenen Kantonen oder so mal Zoff haben. Ganz friedlich sind. Aber kann das jetzt zum Beispiel Nordkorea auch machen? Die würden jedes Reich angreifen, oder? Jedes Land. Und deshalb, ja, muss halt auch echt noch viel passieren, damit es auch friedlich wird. So, wie macht man das, wenn Geld die Welt regiert und die Macht halt von jedem gewollt wird? Das geht halt einfach leider gar nicht. Was ist denn eigentlich mit dir passiert? Bist du umgefallen? Alrik ist irgendwie so ein Mega-Held, der nichts auf die Reihe kriegt. Na gut. Gibt's ja immer wieder. In anderen Games haben ja dann die Superheldenstrahlehelden die Seiten gewechselt, sind böse, plötzlich böse geworden. Aber ich find's irgendwie auch spannend dadurch, dass einfach manche Leute und manche Helden und so Probleme haben. Das ist eben das Gute. Ich bin ja nicht so für extremst verendliche Menschen. Ich hätte gerne immer einen Mensch, der relativ
seine Vor- und Nachteile hat. Nicht sich mega verändert. Es ist klar, es ist motivierender vielleicht. Wenn ein Wechsel dann wirklich auch ein bisschen die Sachen auffrischt. Also, ja, man hat jetzt plötzlich, also das Held hat jetzt plötzlich diese Probleme dann. Aber das führt dann auch irgendwie zu, ja, man hat ihn nicht mehr so zu diesem Held, wo er war. Ich finde es besser, wenn einfach alles auch ein bisschen expandiert wird und nicht immer alles rebootet wird. Also nicht jede Eigenschaft dann verändert wird oder sonst irgendwas. Wie viel kommen hier unten? Ich kann nicht mal das Idol anschauen. Also wenn wir Leashed sind, machen wir 41% mehr Schaden. Verstehe ich das? Also diese Akolyt, nein, wie heißt die? Wie heißt diese Form? Schon wieder. Ah, die haben wir hier gar nicht, stimmt. Passiv. Da. Ah, Reaper. Wenn wir Reaper sind, machen wir 41% Increased Damage. Weil wir können ja nicht Werwolf werden. Als Akolyt. So. Und da haben wir irgendwo noch einen Skill. Right. Jetzt machen wir Health Decay zum Beispiel. Also Cast Speed. Flame Rites würden ja eigentlich auch sehr viel machen. Ich denke, ich gehe jetzt einfach noch einen Punkt hier hin und ich specke ein paar andere Punkte. Ja, wir machen einfach noch einen Cast. Nein, das ist nur Cast Speed. Ich wollte eigentlich Attack Speed haben. Ich weiß nicht, was ich hier hin tun soll. Wir könnten das Leben noch verändern. So. Lieber hier das Leben verändern dann. Okay. Ja, jetzt wird es langsam wieder ein bisschen komplexer, weil wir wieder hochleveliger sind. Ihr müsst einfach bedenken, am Anfang ist das Game extra nicht ganz so komplex. Aber jetzt sind wir wieder recht weit und jetzt müssen wir wieder besser schauen, was brauchen wir und was nicht. Das wird eventuell noch ein bisschen schwer sein. Dann für mich, der auch gerne nicht so unbedingt gerne mein Bild verändern möchte, sondern einfach, ja, ist auf meine Sicht verändern, also, ja, wie ich es will, oder? Aber das Game zwingt mich so ein bisschen, also nach dem Game anzupassen, das habe ich ja nicht so gerne. Nur, es ist halt jetzt noch in der Beta und es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht alles ausbalanciert. Also ich habe an ausbalancierten Games echt mega viel Spaß. Nur ist halt Last Epoch noch nicht so extrem ausbalanciert. Ich sag jetzt als Ex ein bisschen netter. Aber gut. Es wird. Wow, sehr viele Attribute. Wir kommen aber relativ schnell weiter. Ist nicht zu schwer, wir müssen einfach ein bisschen konzentrierter spielen. Aber es ist noch relativ leicht und deshalb können wir noch ein bisschen mehr anpassen an unsere, an unseren Spaß. So, wo waren wir stecken geblieben? Ja, also es ist eben relativ wichtig, dass man halt jetzt eine Serie, ein Film oder ein Game nicht zu viel verändert. Es ist gut, Veränderung. Es macht Spaß, Veränderungen zu haben. Aber zu viel ist nicht so gut. Ein Held soll sich entwickeln, aber in den meisten Games und so entwickelt er sich zu rasant. Also, jetzt habt ihr einen neuen Skill, dann habt ihr gerade wieder einen neuen Spielstil oder so. Und das ist meistens jetzt zum Beispiel im Last Epoch nicht so dolle, weil man dann halt natürlich wieder viel wechseln muss. Also ich habe jetzt zum Beispiel beim Rip Boot Beat jetzt noch zugekommen den Golem. Jetzt kann ich da viel offensiver zum Gegner gehen und dann auch tanken. Aber der Golem tut natürlich die Gegner auch auf sich lenken. Ein paar Killpunkte. Und das führt zu mehr, dass ich meistens auch dann extremst ja, Ding machen kann. Zum Beispiel spammen, also Mark of Death spammen kann. Nur bringt das mir ja nicht so viel. Ich habe hier einen Punkt reingesetzt. Lol. Ich habe hier einen Punkt reingesetzt, stimmt. Ich bin immer noch bei Rip and Blood. Immer abgelenkt.
Ja, machen wir das später raus. Ja, ich finde das Spiel schon echt gedanklich. Ein bisschen zu fest am sich verändern. Also, ja, dass man die Skillung immer richtig machen muss, dass man zum Beispiel immer die Quests immer richtig machen muss. Das ist nicht so mein Spielstil. Aber dennoch macht es mehr Spaß, als zum Beispiel die ganze Zeit nur zu grinden. Da sind Skills 3, wie zum Beispiel bei Path of Exile, nur gedenklich zu erweitern oder so. Und die Neuerungen sind sowieso nicht so tolle, finde ich, bei Path of Exile geworden. Da muss halt auch wieder ein bisschen mehr verändert werden als zum Beispiel bei Last Epoch. Aber Last Epoch ist noch in einer Beta und Path of Exile ist seit 6 Jahren aus der Beta, glaube ich. Und das ist halt extremst, oder? Ein Spiel sollte so entwickelt werden, dass man eigentlich relativ schnell aus der Beta rauskommt und im Spiel, also das Spiel dann nicht irgendwie so erweitert, dass man wieder in eine Beta geriet. Nur wie? Die Entwickler sind wahrscheinlich sehr überfordert mit der Entwicklung von Last Epoch. Dass die Entwickler immer wie mehr Leute anstellen müssen, es dann immer wie mehr Probleme gibt, weil Entwickler natürlich sich jetzt nicht so miteinander austauschen. Dass zum Beispiel ein paar Skills zu mächtig sind, weil zum Beispiel das Qualitätsteam da nicht mehr nachkommt. Das sollte ja eigentlich so ein bisschen, ja, besser gemacht werden. Nur eben Games wurden so komplex, so anforderlich, vor allem wegen der Grafik, dass manche Sachen einfach nicht nachkommen. Zum Beispiel Texturier kommen nicht nach. Oder, Sounddesigner kommen nicht nach und so weiter. Also das können wir erhöhen. Hä? So. Dann haben wir eigentlich als nächstes Intelligenz, was wir erhöhen müssen. Oder eigentlich müssen wir die zwei Punkte auch denken, aber wir machen zuerst das hier. Dann das hier und danach das hier. Ja, das ist halt einfach nicht ganz so defensiv, aber ich würde schon gerne mehr auf defensiv machen. Aber Helfrecken brauchen wir nicht und Armor brauchen wir auch nicht so unbedingt. Sonst nehmen wir einfach den Ring wieder rein, wenn Skelette zu schnell sterben bei physischen Dingen. Aber ich mache links, Mitte und dann rechts. 3 Punkte. So, wir müssen da runter. Wir haben noch sehr viel Zeit. Hier der Ring noch rüber. Und wir holen noch die Idole und wir reskillen nochmals, weil wir einen Fehler gemacht haben. Also ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin halt der Spieler. Habe meistens halt auch nicht so, wegen dem Reden und so, nicht so das alles im Kopf, was ich genau machen muss. Macht dann halt mehr Fehler als normale Spieler. Ist ganz normal. Aber ja, das müssen halt auch die Zuschauer merken, dass man halt ein bisschen zu viel abgelenkt wird meistens. Und deshalb denke ich, ich will hier eigentlich schon Intelligenz haben. Nur will ich einen Punkt eher hier weiter rein tun. Also hier zum Beispiel Intelligenz, sondern zwei. Aber dafür, dass wir hier mehr weiterkommen. Und Leash können wir dann immer noch skinnen, natürlich. Und jetzt muss ich ja noch einen Idol finden, der hier reinpasst. Ein Zweier hoch sind. Also einen hohen Zweier. Und das haben wir leider nicht so viel, außer wir könnten ein bisschen defensiver machen. Das ist ein Dreier hoch. Cold Damage in case it hilft. Ja, ist nicht so wichtig. Also schon wichtig, aber nicht so nötig. Da haben wir auch ein Dreier hoch. Da haben wir noch ein Zweier. Das ist Lightning Damage. Also wir haben noch keinen passenden Zweier hoch. Ein Hochzweier. Deshalb machen wir jetzt einfach mal kleine rein, die uns defensiv... Also sicher mal Armor. Und... Ja, das ist nur Stun, das brauchen wir eigentlich nicht so richtig. Lightning Protection oder... Ja.
Dodge ist ja auch gut, aber da muss man wissen, wie viel mehr Dodge haben. Ja. Coil Protection. Dann nehmen wir hier. Nein, Water Retention brauchen wir eigentlich auch nicht. Was ist denn der Beste für uns? Das ist das Problem. Ich finde eigentlich, der ist der Beste für uns, oder? Ja, der ist am besten für uns. So. Wir müssen um den Kleiner oder zwei hoch, hoch Zweier bekommen. Und dann ist es besser. Wir müssen dieses Nebengebiet, Nest of the Fallen, das ist wahrscheinlich unten rechts. Okay, ja, unten rechts ist es wahrscheinlich. Dann machen wir das noch in diesem Part. Ja. Also, was haben wir sonst noch? Das Spiel ist halt einfach auch relativ schnell fertig. Also fertig. Einfach, dass wir schnell im High-End-Game sind. Aber das macht es ja auch im Ausgleich, dass wir gar nicht so schnell nach oben kommen. Also, die Kampagne ist viel kürzer als ein Powerplexer, das ist klar. Aber dass wir da einfach auch Probleme haben, dass wir so schnell vorwärts kommen, dass wir jetzt gar nicht so angepasst sind an die Monster. Einfach Probleme haben, die Monster überhaupt richtig, ja, gewappnet zu sein gegen die Monster. Das macht einfach das Spiel so schnell, dass wir auch Herausforderungen haben dadurch. Ist ja auch besser, als wenn ihr sofort OP seid wie in Path of Exile. Die Items dann braucht und dann seid ihr OP. Also das macht Last Epoch viel besser als bei Path of Exile. Ich liebe ja Path of Exile auch. Aber das Endgame Grinding, also das schnelle Grinding nach, also bei den Maps und so, das gefällt mir halt nicht so gut. Und bei Last Epoch ist einfach das Items finden und so halt das Grinding. Und das ist natürlich viel besser, wenn ihr das so macht. Ist hier unten nichts Spezielles. Ich habe damals gemerkt, ja, ich sollte mal hier runter. Aber es gibt halt einfach zwei Kisten, aber keine Gegner. Na gut. Ist eigentlich sehr defensiv, das nehme ich mal mit. Ein Crit Change Ring, ja, alleine ist es jetzt eigentlich nicht so gut. Oder? Weil es zwei, ja, Protections hat drauf. Nee, ich muss vieles, auf vieles einfach verzichten. Nicht immer alles mitnehmen. Ich muss eher schauen, dass ich für meinen Beat die Items aufnehme und für andere Beats eigentlich nicht unbedingt so. Also das ist jetzt einfach für mich wichtig, dass ich ein Bild wirklich ins Endgame bringe. Das wird wahrscheinlich dieser Beat sein. Ich denke, der ist halt einfach OP. Also er wird halt immer schneller OP. Oh. Bitte. Man sieht das Blut gar nicht richtig. Es ist zu dunkel. Ja, vielleicht machen wir ein physisches Bild wieder mal bald. Nehmen wir den auch mit. Der hat nämlich viel Physical Damage für Minions. Ich bin halt einfach der Minion Master. Also ich bin am liebsten Minion Master. Ich bin nicht der Minion selber Minion Master. Ich bin nicht so gut beim Minion Builds machen. Aber mir gefällt einfach, es ist, das Spiel ist einfach sehr viel spaßiger mit einem Minion-Bild für mich. Ich habe früher immer gewollt, dass ich so viele unterschiedliche Minions wie möglich habe. Ist halt zum Beispiel bei Diablo 2 mit den Fan-Modifikationen gar nicht so einfach, also gewesen. Und hat halt einfach Limiten gehabt. Aber ich liebe es zum Beispiel bei Median XL. Da verschiedene Minions immer wieder zu spawnen. Es gab damals immer so Minion-Chance, irgendwas, ein Monster zu spawnen, nach einem Gegner-Kill. Und das habe ich eigentlich relativ gerne gehabt. Nur diese Builds waren dann immer zu schlecht, weil die Minions immer zu schnell gestorben sind. In anderen Games zum Beispiel liebte ich, also in MMORPGs, liebte ich eigentlich immer gerne, wenn ich zum Beispiel ein
Pet einfach habe, es nicht zu der Klasse gehört hat, aber so zum Beispiel zu einem Item. Da habe ich immer gerne Geld ausgegeben für ein besonderes Pet, das nicht gekämpft hat, aber einfach, dass ich dabei hatte und so. So, und dann habe ich mich meistens aber auch nicht so gut gefühlt, weil ich nicht die teuersten Pets kaufen konnte. Zum Beispiel ja in Metin 2 unbedingt auch diese richtig nützlich waren, also besser waren. Glyph oder Rappels. Bei Rappels war es auch immer so, man musste wirklich die besten Pets extremst mit Geld kaufen. Das war wirklich der größte Pay-to-Win. Jetzt zum Beispiel bei den Handy-Games, die ich momentan ein bisschen spiele. Ich bin jetzt momentan bei Crush M-All. Das ist einfach ein Idle-Game, also nicht gerade so ein Grafik-Game. Aber dort ist einfach gezwungen zu werden, weil ich schon auf Level 30 bin. Geld auszugeben, nervt mich. Jetzt bin ich einfach in dem Clan nicht mehr Oberste, also nicht mehr der am weitesten ist. Andere sind viel weiter jetzt. Aber ich hinke halt gerne auch ein bisschen hinterher. Aber das Spiel macht einfach mega viel Spaß. Immer wieder, die Leute zu sehen, also die Helden, die sind wirklich selber am Kämpfen. Also das Spiel kämpft selber. Man muss nur zuschauen. Einfach ein bisschen zuzusehen und dann immer wieder resetten, also Rebirth machen, damit man wieder ein bisschen mehr Geld bekommt und so. Mehr verdient. Ist schon geil. Nur eben, ich habe keinen einzigen Cent in dieses Game gesetzt und habe immer wieder neue Games, die mir auch wieder mehr Spaß machen und so. Es ist da diese Sucht und so. Aber die allgemeine Qualität von Handy-Games bei Google Store ist unterste Katastrophe. Also viele Games sind einfach mega schlecht. Ich spiele lieber Idle-Games mit schlechter Grafik als Games mit guter Grafik und schlechtem Spieldesign. Es ist halt einfach so, Ding. Also jetzt haben wir 5 Skelette nur noch. Aber die sind natürlich besser. Ich tue alle nochmals resetten. Weil eventuell werden die nicht übernommen. So, jetzt haben wir 5 Skelettens und 4 Magier. Und bald 5 Magier. Ja, bald noch nicht, aber relativ schnell. So, was machen jetzt die Nahkampfskelette besser? Sie haben mehr Leben, sie haben mehr Damage. Habe ich jetzt das andere geholt? Wir waren bei Nest of the Fallen. Also man sieht eigentlich, dass wir hier waren. Ja, nein, dann müssen wir doch noch ins andere Gebiet gehen. Dann gehen wir nochmals ins andere Gebiet. Jetzt bin ich doch im richtigen Weg durchgegangen, obwohl ich eigentlich in den anderen, das Nebengebiet wollte. Dann müssen wir einfach hier oben durch. Haben wir noch Zeit? Ja, 7 Minuten. Sollte eigentlich hoffentlich noch gehen. Wir wurden jetzt auch stärker, natürlich. So, dann habe ich ja eben bei Handyspielen einfach mal entdeckt, dass ich einfach Games spielen kann, ohne wirklich auch Geld auszugeben. Ich bin einfach einer, der sehr lange braucht, bis ich wirklich Geld ausgebe. Zum Beispiel bei Path of Exile habe ich ungefähr 4 Jahre gebraucht, bis ich das erste im Endgame-Shop gekauft habe. Bei Last Epoch wird es sicher nicht so lange gehen. Also jetzt ist es jetzt ein Jahr her, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Ja, es wurde am 1. Mai 2019 in die Beta und ich habe es dann erst gekauft, weil Pre-Alpha meistens nicht so für mich ist. Und jetzt ist ein Jahr her, seitdem ich Last Epoch gekauft habe. Vielleicht für euch dann auch einen Tag dazu, natürlich. Ich kann die Videos nicht immer so schnell hochladen. Aber für mich einfach in einem Jahr ist langsam so weit, dass ich die ersten Ingame-Sachen kaufen möchte. Nur, ja, der Ingame-Shop ist ja noch nicht so richtig da. Muss ich halt noch ein bisschen länger machen. Also. Ihr könnt gerne mal schauen, was es so für Tiere gibt und ich kann es euch zeigen und ihr könnt dann wählen, was ich kaufen soll.
Aber ich kaufe gerne dann mal etwas. Sollte einfach nicht allzu teuer sein. Nicht das größte, das teuerste. Oder? Wo muss ich jetzt hier hin? Also man sieht nicht, wo ich jetzt hier hin muss. Ja, einfach irgendwo dieses Nest finden. Gut, und ich will ja immer, dass ihr wählen dürft, aber ihr macht halt ein bisschen wenig. Vielleicht seid ihr einfach nicht so schon Fan von mir. Ich muss halt wirklich auch Fans zuerst erschaffen. Aber je früher ihr anfängt, desto glücklicher bin ich auch. Also ich bin jetzt momentan schon glücklich, aber die vielen Nachrichten sind eigentlich wieder ein bisschen weniger geworden. Ich liebte es einfach, euch die Kommentare zu beantworten oder Fragen zu beantworten vor allem. Und das ist leider jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, weiß es nicht wieso. Aber ich denke, es hat einfach ein bisschen mehr angelockt, Leute, die neu sind und das Spiel jetzt noch nicht so kennen und so weiter. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder ein bisschen mehr Kommentare schreiben könnt, irgendwelche Fragen oder so habt oder eben Wünsche habt. Benutzt doch am besten einfach, damit es euch auch noch mehr Spaß macht, um mehr Wünsche zu geben. Ist klar, manche sind eher beschäftigt, andere sind ein bisschen faul, aber ich habe es bei anderen Livestreams auch immer gerne, wenn ich irgendwas auch ein bisschen dem sagen kann, was er am besten machen soll. Ist ja nur ein Vorschlag. Also ich bin ja sehr guter Moderator bei Genex. Also ich muss einfach noch wenig tun auch bei Genex. Aber ich tue auch eben ein bisschen helfen, Meinungen zu holen oder eben Meinungen zu sagen. Also zum Beispiel, er weiß jetzt gerade nicht, was er machen soll. Dann sage ich ihm, ja, machen doch am besten das. Also ich finde, wenn du das machst, dann ist es ein bisschen besser. Ich will ihn dazu natürlich nicht zwingen. Er lässt sich sowieso nicht zwingen. Aber so kann er eigentlich auch am besten irgendwie etwas planen, oder? Wenn ich jetzt sage, oh, schau doch mal, dass du wieder ein anderes Game livestreamst. Du tust jetzt immer nur mappen bei GTA 5. Und sonst machst du halt nicht immer so viel. Und dann sagt er immer wieder, ja, okay, aber ich will jetzt nicht immer etwas anderes machen. Das ist für mich ein bisschen schwierig, jetzt auch mit dem Job und so. Etwas anderes zu machen. Dann akzeptiere ich es ja auch klar wieder. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mir Vorschläge gebt und dann merkt, ich kann es nicht annehmen oder so, dann könnt ihr ja immer noch irgendwie etwas anderes vorschlagen oder mich ein bisschen umdenken lassen. Ich bin nicht böse auf euch, wenn ihr mir da irgendwie etwas ein bisschen anzwingt. Für mich ist es ja eher auch besser, wenn ich auch ein bisschen durch euch mich entwickeln kann. Andere Livestreamer und YouTuber, also Livestreamer und Videomacher, sind da anders. Die wollen nicht gezwungen werden. Ich aber möchte da schon ein bisschen gezwungen werden. So, jetzt ist wieder Transplant und ich weiß wieder nicht, was ich nehmen soll. Transplant hat einfach den schwierigsten Baum, finde ich. Wir haben eigentlich alles genommen. Hier haben wir alles geskillt. Health Heal. Health Lost. Missing Mana Restored. Brauchen wir nicht. Detonation Hit Damage brauchen wir auch nicht. Das hier. Detonation Skill Threshold. Out of Mana Damage. Nein. Chance brauchen wir auch nicht. Nein, brauchen wir auch nicht. Haben wir eigentlich ausgeskillt, so wie wir wollen? Also müssen wir eigentlich den Bone-Minion nehmen oder hier unten? Also das brauchen wir nicht. Area brauchen wir eigentlich auch nicht. Sollen wir Fair nehmen? Wir haben zu wenig Punkte dann. Ja, wir haben nichts, wir sind ausgeskillt, also wir brauchen jetzt eigentlich nichts mehr. Dann machen wir einfach die Arena hoch. Einfach nur die Arena hoch machen.
Nein, dieser war ja schlecht. Ja. Gehen wir mal hier runter. Das ist eigentlich jetzt eines der neuen Gebiete. Oh ja, haben wir eigentlich ein oder zweimal schon gemacht, aber ich weiß es nicht mehr, was genau. Oder wo hier genau das Nest ist. Mal gucken. Aber hier unten scheint es irgendwo hinzugehen. Ja, für mich ist es halt einfach wichtig, dass ich so langsam halt auch eine Community bekomme, die mich ein bisschen unterstützt. Ein bisschen auch wirklich die Sachen sagen. Oh, zwei Jungs. Wir lassen noch die Gegner hier gehen. 91 ist schlechter. Das ist wahrscheinlich auch schlecht. Naja, das werden wir einfach verkaufen. Gut Geld. 17,91. 17 ist ja eigentlich besser, 5 besser, aber 100 Increased Damage ist natürlich noch besser als 91, ja. Defensiv. Attack. Ja, hallo. So, haben wir jetzt hier irgendwo... Nein, natürlich nicht so große. Also wir müssen leider noch dieses Nest suchen. Ah, wir haben sie schon besiegt, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, diese optischen Klänge oder so, Quest abgeschlossen, wie zum Beispiel bei Diablo 2, die gibt es nicht. Scheinbar, also ja. Sollten noch hinzugefügt werden. Dann sieht man immer wieder nicht, oh, wir haben es geschafft. Ja, das ist auch das Ende wahrscheinlich jetzt bald. Ah, diese Giftpfützen sind immer so stark. Jetzt hier nicht mehr so. Wir haben ja auch diesen Protection, glaube ich, schon mal ein bisschen. Da können wir auch mal noch kurz schauen am Ende des Parts. Was brauchen wir genau für Resistenzen am besten? Viel Vitalität. Das könnte auch gut für uns sein. Also. Ich möchte gerne jetzt die Quest abgeben. Wir sind aber im falschen Gebiet. Wir müssen hier hin wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja. Dann mehr. Intelligenz ist halt sehr wichtig. Das müsst ihr eigentlich immer priorisieren. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die Imperial Watches. Uhren. Die imperialen Uhren. Watches sind, glaube ich, auch also Leute, die etwas anschauen. Also imperiale Anschauer. Auf Deutsch kann man nicht immer alles sehr gut denken. Also 33 Minuten, gut, der Part ist zu Ende. Dankeschön fürs Zusehen. Hat wirklich wieder Spaß gemacht, diese zwei Folgen aufzunehmen. Das Spiel hat immer noch eine mega gute, also immer bessere Qualität sogar. Also das Endgame wird wahrscheinlich dann nicht so spaßig sein, aber diese Kampagnen, also diese zwei Akte, die werden wahrscheinlich sehr viel bessere Qualität haben als die ersten drei Akte oder so, zwei Akte. Aber auf jeden Fall recht toll. Oder vier Akte. Also für mich sind diese Zwischenbosse nicht so Aktwechsel. Für mich ist der erste Boss dieses Ding, bevor wir den Ding bekommen. Also diese Bonis halt bekommen hier oben. Also zum Beispiel Reaper Form bekommen. Dann ist der erste Akt für mich fertig. Aber wahrscheinlich ist der zweite Akt dann fertig. Und dann sind wir beim Juggernaut, dieser Gegner. Also dann. Wie heißt es? Dreadnought, genau. Dann dort ist vielleicht ein Akt fertig. Und dann hier unten bei der Maad ist dann wieder ein Akt fertig. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier oben irgendwo 6. Gibt 6 Akte, stimmt das? Sogar 7? Nein, das ist wahrscheinlich das Endgame, oder? Wir werden sehen, das wird sehr interessant sein, das Gebiet. Und dieser Geier oder Adler wird dann auch ein Boss sein? Oder ist es einer der Götter? Ja, das ist jetzt nicht gar nicht genau. Die haben nämlich keinen Gott. Und hier ist alles wieder mit Void versucht. Hier gibt es auch keinen Gott.
Hier ist auch kein Gott, also es ist wahrscheinlich ein Boss dann irgendwann mal oder jetzt schon. Aber hier oben waren wir noch nie. Und das werden wir dann in einem der nächsten Parts dann sein, hoffentlich. Dass es nicht so lange geht. Ja, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Bartel. Tschüss.